Hallo, liebe Schublock-Leser. Beim Blick auf die aktuellen Philips Hue Neuerscheinungen ist mir aufgefallen, es gibt zwei neue Einbauspots, die so neu gar nicht sind. Aber ich habe euch noch nie so einen Spot gezeigt. Und deswegen dachte ich mir, okay, wir schauen einfach mal rein. Wir haben hier den Philips Hue Centura. Das ist ein Modell, das gab es schon. Ist jetzt auch in Schwarz erhältlich. Und hier haben wir einen neuen Namen im Hue-Universum, Philips Hue Xamento. Ist allerdings auch nicht so neu, ist der Adore-Einbauspot, bloß jetzt als White and Color Ambience. In beiden Varianten ist eine 350 Lumen GU10 drin. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Centura an. Wir können den dann hier aus der Verpackung nehmen. Hier sehen wir schon den GU10-Spot da drin. Haben dann noch ein bisschen Kleinkram, und zwar hier also zwei Schutz Röhrchen für unsere Kabel und die eigentliche Lampenfassung, die dann hier hinten aufgeschraubt wird und verkabelt wird. Und das Ganze führt man in das Deckenloch, steckt die GO10 dann rein. Ups, so. Und dann schiebt man die ganze Geschichte in die Decke rein und das wird hier dann entsprechend verriegelt. Wir brauchen einen Durchmesser, einen Lochdurchmesser von, wenn mich nicht alles täuscht, 70 mm. Und als Höhe gibt Philips Hue an, was man braucht, Einbautiefe 10 cm. Und da gucken wir doch mal, wie genau man hier gemessen hat. Also hier sehen wir tatsächlich Lochgröße, müssen wir so schauen, sind 70. Ein bisschen Luft haben wir, jeweils 1 cm am Rand. So könnt ihr es sehen. Und die Tiefe, ups, machen wir mal so, sind ja 9 cm, dann ist es wirklich schon eng oben. Also ein bisschen Luft kann auch da nicht schaden. Was der Centura kann, ist eine Geschichte, und zwar kann man den ein bisschen neigen. Ich versuche euch das auch mal zu zeigen. Ist ein bisschen Kraftaufwand verbunden, aber so, ihr seht es hier, kann ich den nach links oder rechts halt kippen und drehen. Ist ja eh kein Problem bei diesem runden Einbauspot. Ja, ansonsten ganz normales GU10 Leuchtmittel drin, keine Überraschung. Der Xamento hat eine IP44, glaube ich. Ist also fürs Badezimmer geeignet, Spritzwasser geschützt. Den hatte ich schon mal ausgepackt, nicht wundern. Ich wollte euch hier nur noch mal den Unterschied zeigen von der Bauweise. Ups, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Kommt. Jetzt geht aber auch alles hier raus. So. Hier haben wir die Einzelteile. Und das hier ist im Prinzip die Schutzvorrichtung, die man dann hier aufschraubt. Wir haben also keine Neigungsfunktion, sondern hier wirklich so eine Abdichtung, dass halt der Spot, der innen liegt, geschützt ist. Was ich hier ein bisschen schade finde, das ist nur Plastik, kein Metall. Auf der anderen Seite sage ich mir, okay, ich pack's eh oben in die Decke rein und da fasse ich nicht dran, da kommt nichts dran. Also, da kann es auch Plastik sein. Ne? Allerdings, was ich ein bisschen schade finde, für diesen kleinen für dieses kleine Plastikteil verlangt Philips Hue 10 Euro mehr. Denn ein Xamento-Spot kostet UVP 75 Euro. Und der Centura-Spot, der ja auch eine eigene Funktion hat, dieses Neigen, der kostet 10 Euro weniger. Verstehe ich nicht ganz, denn ansonsten ist es die gleiche Technik. Es ist die gleiche Konstruktion von der Halterung und von dem Sockel. Den haben wir hier auch nochmal drin. Ja, also da gibt es wirklich absolut keinen Unterschied zwischen diesen beiden Einbauspots, bis auf einmal diesen Wasserschutz und einmal diese Neigetechnik. Und trotzdem kostet der hier 10 Euro mehr. Verstehe ich nicht. Ist so. Es gibt auch Dreierpacks, die sind ein bisschen günstiger. Und ihr wisst, Angebote kommen eh früher oder später. Wobei die Einbauspots ja relativ preisstabil sind. Die sind nicht so das Top-Produkt. Aber ihr habt sie jetzt mal gesehen. Und falls ihr eine abgehangene Decke habt, ist es ja vielleicht was für euch.